Hallo und herzlich willkommen zurück zu Expeditions, a Mudrunner Game. Ja, wir sind immer noch in Arizona und in der letzten Folge mussten wir einen vermissten Kollegen, sage ich jetzt mal, finden. Ich sehe gerade, jetzt haben wir nur noch freie Fahrt. Was geht denn jetzt ab? Ein unerwarteter, dringende Reparaturen müssen wir dafür abschließen. Aber dringende Reparaturen ist nicht hier drin. Ein unerwarteter Fund. Achso, das ist dann das da drüber. Moment, dringende Reparaturen, ist das dann von woanders oder was? Hier ist jetzt kein Schüttel mehr. Das wäre frei. Ja, dringende Reparaturen ist komplett woanders. Ach du Schande, dann können wir das gar nicht so schön von oben nach unten durcharbeiten, sondern wir werden jetzt komplett in ein anderes Gebiet geworfen. Das finde ich ein bisschen doof jetzt. Oh, und das ist auch noch direkt sehr schwer. Oh Gott. Und ich habe nicht ganz so lange Zeit, um aufzunehmen. Also, wenn es mehr als eine halbe Stunde wird, wisst ihr schon mal Bescheid, dann muss ich das Ganze zusammencutten in zwei Teile. Dann mache ich den Rest nämlich, wenn ich wieder zurückkomme. So, Vibro-Seismik brauchen wir, das Gerät. Aber wir brauchen keinen Mechaniker, okay. Nimm mindestens einen Truck. Wieso eigentlich mindestens? Wir können doch sowieso nur einen gleichzeitig fahren. Okay, dann nehmen wir auf jeden Fall erstmal die zwei wichtigsten Teile mit. Natürlich noch ein Reservekanister. Ah, Moment mal. Der hat das Ding drauf. Ach, dann kann ich nicht meinen Lieblingstruck nehmen. Och, nö. Dann muss ich den nehmen. Das ist ja blöd. Wo lese ich? Ah ja, hier unten. Vibroseismik, das ist dieses komische Ding, was man immer so ausfahren muss. Oh. Okay. Ich glaube nicht, dass der, obwohl, ja doch, er könnte theoretisch auch umkippen. Oh nein! Ich habe keinen Reservetank. Ah, bitte nicht. Scheiße. Okay, da müssen wir es leider so machen. Ah. Na gut. Gut ist es nicht, aber. Ja, mindestens einen Truck mitnehmen. Okay, jetzt bin ich mir natürlich nicht sicher, mit wem starten wir denn hier? Oder sind die dann beide an dem gleichen? Ich bin mir nicht sicher. Ich lasse das jetzt mal so, wie es hier drin steht. Das Wasserwirtschaftsamt will in diesem Gebiet ein Feldlabor einrichten. Und du weißt ja, wie das mit den Präzisionsinstrumenten ist. Die kleinste Erschütterung und die ganze Arbeit geht den Bach runter. Wir müssen einen geeigneten Ort mit minimaler seismischer Aktivität finden. Okay, dann los. Da ist der Außenposten, aber wo müssen wir hin? Hier ist kein Häkchen, beziehungsweise kein Fähnchen. Stehe ich jetzt hier gerade auf dem Schlauch? Oder ist es egal, wo man jetzt diesen Ort findet oder was? Ich nehme jetzt mal einfach den, den die hier drin haben. Führe eine seismische Untersuchung durch. Erkunde das Gebiet. Ja, aber wo? Das ist die Frage. Ich muss doch einen Zielpunkt haben. Aber ich habe keinen Zielpunkt. Das ist halt das, was mich jetzt hier so verwirrt. Komplett verwirrt. Das wäre hier. Neue Freunde? Wie heißt das denn? Keine Ahnung, wie das heißt. Also wir müssten theoretisch nach hier. Da ist ein Feldlager. Würde ich sagen. Unzureichende Ausrüstung. Ach so, ich bin jetzt im anderen Truck oder was? Wie kann ich den Truck denn jetzt wechseln? So, also ich habe das jetzt so gemacht, dass ich nur diesen einen Truck reinsetze. Vielleicht ist das jetzt doch einfacher, ich weiß es nicht. Und ich würde gerne zum Feldlager reisen. So. Er hat mir ja irgendwie angezeigt, dass es hier in diesem Gebiet sein muss.
Erkunde das Gebiet und also das muss irgendwie entweder hier sein. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber wir müssen auf jeden Fall auf dieser Seite sein. Das heißt, ich werde jetzt hier erstmal gucken, dass wir mit den Trucks so grob in diese Richtung kommen. Hier ist halt das Flugzeug, ne? Hier ist so nichts. Deswegen, ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, da unten will der hin. Tja, wir probieren es mal. Ansonsten bin ich wahrscheinlich zu gut für diese Expedition. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß auch gerade gar nicht mehr, wie man das Ding überhaupt ausfährt. Dazu muss ich, glaube ich, stehen bleiben. Moment. Geräte? War das unter Geräte? Nee. Inventar? Nee. Ich weiß es noch nicht. Kann auch sein, dass man das erst am Zielpunkt machen konnte. Ich glaube, wir müssen hier direkt schon. Kommt ja sonst nicht weiter, ne? Ist halt ein schweres Gerät, ja. Ist aber natürlich trotzdem blöd, wenn man dann hier nicht vernünftig durch die Gegend fahren kann. Denke ich zumindest. Ich habe keine Ahnung. Weil es wird halt nicht richtig angezeigt. Also entweder stehe ich jetzt tatsächlich auf dem Schlauch oder es ist ein bisschen komisch jetzt hier gerade. Erkunde das Gebiet, denke ich mal, wird dann später wieder so ein Kreis sein. Das ist natürlich mit dem Auto wunderbar, so ein Gebiet zu erkunden. Ach, das ist, oh nein, das ist auch mit dieser scheiden Abhang hier. Das wird noch was werden. Das wird wirklich noch was werden. Eieiei. Hinten ist jetzt ein neues Zeichen drin. Alter, ist das dein Ernst? Scheiße. Können wir mal die Handbremse anziehen, bitte? Ist ein neues Zeichen drin, aber er will halt immer hier so in die Richtung, ne? Aber ich weiß nicht, was das für Zeichen ist. Keine Ahnung. Ja, vielleicht soll das ungefähr die Richtung präsentieren oder so. Ich weiß es nicht genau. Oh, halt, halt. Du solltest eigentlich nach links. Unheimlich schwer mit diesen Dingen. Deswegen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich beim ersten Versuch schaffen. Gut, jetzt muss ich dazu sagen, es stand ja auch da drin, glaube ich, dass es sehr schwer war, ne? Sie haben mich ja vorgewarnt. Noch schlimmer. Da komme ich da oben nicht mehr, glaube ich. Alter, oder ist das vielleicht doch da besser? Ich fürchte, so langsam ist es besser, nach oben zu fahren. Ist ein bisschen breiter, der Wagen. Jetzt bleibt der nicht an einem Stein hängen, ne? Jetzt bleibst du nicht an diesem beschissenen Stein hängen. Oh, es ist nicht dein Ernst. Okay. Vielleicht dauert die Folge doch ein bisschen länger, als ich aufnehmen kann. Also, ihr wisst, wenn hier ein kleiner Cut drin ist, dann muss ich leider los. Ich habe mir nur gedacht, die anderen Folgen waren jetzt so gut, die wir davor aufgenommen haben. Die sind auch nicht in Überlänge gewesen. Dann habe ich mir gedacht, ja, das schaffe ich noch.
Die Frage ist jetzt, theoretischerweise, wenn ich das schaffe, so von der Breite her, dann kann ich auch da weiter. Und dann könnte ich darum. Wobei, ich glaube, es wäre sogar einfacher, wenn ich da einmal hochgehen würde, ne? Und dann hier so. Wo muss ich jetzt hin? Hier unten irgendwo hin, ne? Ja, will mich halt immer hier hinführen. Dass wir hier durchfahren. Oh mein Gott, ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen. Das sieht ja so schon richtig, richtig, richtig bescheiden aus hier. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin nur froh, dass ich die Sachen dabei habe. Für einen Notfall, der bestimmt schnell eintreten wird. Bin ich ganz ehrlich. Hallo. Auto macht mal eben Schlag, kein Thema. Ich glaube, das wäre doch besser gewesen, wenn ich mal gefahren wäre. Ich reiß hier die ganzen Bäume mit ab. Alles kein Problem. Holzfällerin, Gameplayerin meldet sich zu Dienst. Ich bringe das schwere Gerät mit. Ich meine, ich frage mich sowieso schon die ganze Zeit, was die mir hier gerade antun mit dieser Aufgabe. ja. Oh Gott. Komm. Muss ich weiter. Keine Ahnung, wie ich da jetzt um will, soll, kann. Solange ich die Strecke nachher nicht wieder zurückfahren muss, ist alles gut. Oh. Ich fürchte allerdings, dass wir das nachher noch müssen. Aber naja, gut, normalerweise, wenn wir solche Sachen haben, sagt er eigentlich, ja, war ein Erfolg. Oder er sagt, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal, hier der Ort ist scheiße, geh mal woanders hin. Was natürlich auch nicht besser ist. Oh, so ein Moment, jetzt gucken wir mal kurz. Ja, dachte ich mir schon. Es ist besser, wenn ich hier so ein bisschen. Kann ich das verschieben? Ja, das kann ich verschieben. Okay. Eigentlich ist das Blödsinn, weil. Ich weiß ja, wo ich gerade bin und wo ich langfahren kann. Ich habe immer das Gefühl, wenn er den Gang umstellt, also umschaltet, dass der dann kurz stehen bleibt. Das ist irgendwie seltsam. Großes, starkes Krieg, du schaffst das. Ich habe nur ein Problem. Wieso habe ich jetzt keine Markierung mehr? Achso, ich dachte, das ging auch weiter. Also, wir müssen, denke ich mal, auf jeden Fall irgendwie hier durch. Ich denke nicht. Oder hier durch. Das ist vielleicht besser. Weil da geht es rum. Dass ich da so. Also entweder hier oder da. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Weil das sieht so. Ich denke, dass wir eher hier durch müssen. Oh mein Gott. Ich denke, dass es da hinten den Ort markiert, wo wir hin müssen, tatsächlich. Aber ich muss mir jetzt natürlich hier erstmal irgendwo ja, einen Übergang sichern, wo ich vielleicht noch rüberkomme. Ja, das dachte ich mir nämlich schon, dass das zu hoch ist. Müssen wir ein bisschen weiter hin. Ja, ja. Leute. Sicher, ob ich das jetzt hier. Ja, natürlich steckt er jetzt hier. Das muss ich da raus. Komm schon.
nicht dagegen fahren, bitte. Also wenn sich das wirklich so ähnlich anfühlt, ganz ehrlich, will ich so ein Gerät niemals in der Realität fahren. Niemals, bitte. Das ist ja schlimm. So, das ist auch ungefähr in die Richtung. Moment, erzählt hier irgendwas runter? Scheiße, wie komme ich denn da? Du schaffst das. Ja. Nein. Du schaffst das. Komm schon. Oh Gott. Aha. Das zeigt er mir gar nicht mehr an, wie weit das entfernt ist. Ach so, nee, dann war das doch nur das Blaue, glaube ich. Oh, schade. Aber das müsste theoretisch hier oben sein. Wenn ich denn jemals da hinkomme. Oh Gott. Da ist es. Alter Schwede, ich habe jetzt schon 20 Minuten gebraucht, um überhaupt zu diesem Punkt zu kommen. Nein! Das ist nur, damit ich da hinreisen kann. Wollt ihr mich verarschen? Ernsthaft jetzt? Ein von Wasserflächen, Flüssen und Stauseen durchzogenes Gebiet mit extrem hohen Höhenunterschieden. Ich dachte, das wäre das hier schon. Und schwierigen Terrain. Ein echter Test für Touristen. Ganz zu schweigen von denen, die sich nicht zu Fuß bewegen. Teil der Region Arizona. Okay. Müssen wir ja hin. So. Wir sind hier und müssen hier vorne hin. Ich denke mal, hier könnten wir eventuell noch runterfahren. Das heißt, es hört sich so schön ruhig an hier. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir hier durchkommen, weil ansonsten wäre das natürlich besser, da runterzufahren und nicht da. Ich meine, gut, wenn wir jetzt natürlich hier sind, dann können wir gucken, ob wir da runterkommen oder nicht. Und dann können wir zur Not nochmal umdrehen. Hier können wir nur reisen. Das ist natürlich blöd. Ich hatte gehofft, dass wir hier eventuell nochmal tanken könnten. Das ist aber doof. Was auch doof ist, Moment. Wir haben schon wieder Abend. Ich möchte das gern hell haben, damit ich sehen kann, was ich hier mache. Ah, da ist was Gelbes. Bitte lass mich da tanken. Bitte. Wenn der denn mal weiterkommen würde, ist das. Okay, jetzt zeigt er auf jeden Fall oben auch eine Entfernung an. Ich will tanken, ich will keine Aufgabe. Ich meine, die ist auch gut, wenn ich eine Aufgabe kriege und die aufdecken kann, aber ich will tanken. Ja. Ach, du wolltest bis hierhin und nicht weiter. Moment. Wo ist das da auf der Seite? Durch die Schlucht werde ich nicht kommen. Also vermutlich müsste ich dann, hoffe ich zumindest, hier über den Berg drüber. Wobei ich wahrscheinlich da zurück.
Vorausgesetzt, dass ich jetzt nicht irgendwo auf dem Stein oder so hänge. Nee, ich habe mich festgefahren. Schön. Alter, ist das dein Ernst? Aber glaube ich auch anders. Ich glaube, ich komme da auch nicht hoch. Hallo. Ah. Lass den Baum in Ruhe und fahr dran vorbei. So. Bitte für ein Gelände. Ja gut, sind wir ganz ehrlich, das Auto ist einfach nur scheiße. Ne? Machen wir uns nichts davor. Komm, 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 komm. Das schaffst du. Die Frage ist, ob er das nächste schafft. Ob er sich jetzt fest fährt. Winde verbunden. Womit denn? Mit dem Ding, was da im Boden liegt. Willst du mich hier veräppeln? Nee, das wollte ich jetzt nicht machen. Moment. Komme ich da denn nicht ran? Oh, nee, sag mir nicht, dass ich da... Oh, nein. Vielleicht kriegen wir das hin, wenn wir den Reifendruck ein bisschen runtersetzen. Komm schon, komm schon, komm schon. Ach, da ist auch noch so ein dämlicher Stein, genau da. Oh, nee. Jetzt fahr da drüber, los. Moment. Ich hätte noch einen Bodenanker im Angebot. Kriegen wir den vielleicht irgendwo hier hingesetzt? Noch nicht sein, dass wegen diesem blöden Stein hier. Ja, Moment, Moment. Dass wegen diesem blöden Stein, dass ich mich da fest gefahren habe. Moment, können wir jetzt eventuell den Reifendruck nochmal runtersetzen? Winde lösen. Ja, es hilft mir auch nicht viel, wenn ich da jetzt... Oder? Ich weiß nicht. Aber dann zieht der mich nach ganz links. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir probieren es einfach mal aus. Ich will jetzt hier... Oder kann ich den... Nee, kann ich den Baum nicht nehmen, ne? Nee. Okay.
Ja, ich glaube, ich habe mich jetzt hier festgefahren. Das ist natürlich richtig blöd. Beziehungsweise zumindest, dass ich hier nicht hochkomme. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier eventuell nochmal zurückkomme. Ja, jetzt komme ich so nicht mehr nach vorne, ne? Jetzt habe ich mich wirklich festgefahren. Ja, passiert schon mal. Muss auch schon mal sein bei diesem Spiel. Ist natürlich ziemlich blöd. Aber ich würde sagen, dass ich die Zeit dann auch nutze und dann hier erstmal einen kleinen Cut mache. Und ich mich dann erstmal bergen lasse. Warum ist mein Benzin jetzt gerade runtergegangen? Ich bin mir nicht sicher. Ich kann mich gar nicht bergen lassen, oder? Kann ich mich hier bergen lassen? Moment, Feldlager. Weil das ist ja jetzt komplett woanders, ne? Portal. Kann ich mich nicht hin... Och nein, dann muss ich nicht ernsthaft die ganze Strecke... Hätte ich mir hier doch ein Feldlager machen können? Nee. Kraft des Wassers. Da muss ich jetzt aber nicht ernsthaft die ganze Strecke wieder hier hinfahren, oder? Dann kotze ich, ganz ehrlich. Außenposten West. Das, obwohl das soll alles? Feldlager? Portal? Außenposten Süd. Soll aber angeblich alles hier sein, oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich muss mich ja bergen lassen, weil ich komme sonst hier nicht mehr raus. Also wenn ich dann tatsächlich woanders bin, wovon ich ausgehe. Hallo, wieso nimmt er die Bergung nicht an? Hallo? Weil ich es nicht machen kann. Das ist super. Das heißt, ich komme jetzt hier quasi gar nicht mehr raus. Tja. Da freut man sich doch. Oder ich probiere das nochmal mit einem weiteren Bodenanker, dass ich mich nach rechts rausziehen lasse oder sowas. Weil ich habe mich mit diesem... Dieser eine dämliche Stein, der hat mir hier alles versaut, der jetzt gerade hier vorne drunter hängt, unter dem linken Reifen, also beziehungsweise daneben. Der hat mir tatsächlich alles versaut. Ansonsten wäre ich jetzt hier ganz locker rausgekommen. Wollte ich nur mal erwähnt haben. So. Wir haben noch einen, damit könnte ich mich theoretisch noch da ziehen. Ist die Frage, bringt mir das irgendwas? Weil dann kann ich mich ja wieder nicht über den Stein ziehen. Da ist es rot. Hier könnte... Ja. Ich könnte mich nach hier quasi rausziehen, damit ich da aus dem Ding raus bin. Das probiere ich jetzt nochmal eben. Weil es ist einfach nur scheiße. Ganz ehrlich. Es ist einfach nur scheiße. Ah, also dieses Festgefahrensein ist ja noch die eine Sache, aber das wirklich so, dass ich jetzt nirgendwo mehr hinkomme im Endeffekt. Achso, das sollte ich vielleicht lösen. Ja, es geht schon los. Das Problem ist halt, ich kann auch nicht zurück. Ich kann nicht vor. Habe ich den Reifendruck noch unten? Den habe ich immer noch unten. Das heißt, da kann ich auch nicht mehr mitarbeiten. Moment, kann ich denn... Hatte ich nicht noch einen anderen Punkt? Oder was ist mit dem Punkt vielleicht? Moment, Moment. Moment. Jetzt ganz ruhig. Lösen. Winde. Dahin. Also Winde ziehen. Ich werde aber trotzdem nicht hochgezogen. Warum werde ich nicht hochgezogen?
Weil die hinteren Reifen durchdrehen und vorne tut sich gar nichts. Irgendwie. Moment, ich habe kein Allrad. Wollt ihr mich verarschen? Ja, das bringt alles nichts. Das Einzige, was vielleicht noch... Dann habe ich gleich gar keine mehr. Was vielleicht noch funktionieren könnte, aber ich weiß nicht, ob ich noch eine hinstellen kann. Ist eine nach hier zu stellen. Mal gucken. Moment. Ha! Aber vielleicht kann ich jetzt zumindest so rückwärts fahren. Ich hoffe, ich setze mich da jetzt nicht wieder voll in die Nesseln. So. Ach, der hat mir schon wieder... Oh, ich weiß nicht, warum der immer... den Gang hier löst. Okay, dann kann ich auch vorwärts fahren. Oh mein Gott. Oh, komm schon. Oh. Moment, jetzt muss ich erstmal wieder den Reifendruck richtig stellen. Oh, wir haben es doch noch geschafft, da rauszukommen. Ich habe zwar jetzt überhaupt gar keine Dinger mehr. Doch einen habe ich, glaube ich, noch. Vielleicht auch zwei, ich bin mir nicht sicher. Alter Schwede. Und da hinten ist das Gebiet, wo wir hin müssen. Die Frage ist jetzt nur, kommen wir da überhaupt rum? Ahahaha. Ja, sowas Ähnliches habe ich mir jetzt schon gedacht. Ich nehme mal an, dass das hier... Ja, das ist komplett steil. Das heißt, ich kann höchstens vorne, also hier drüber gehen. Also kann ich nur versuchen, hier drüber zu gehen oder halt eben hier, wo ich jetzt gerade war. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt besser ist. Aber ich habe auch kein Benzin mehr. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob oder wie ich das hinkriegen soll, da noch hinzukommen. Wenn hier nicht irgendetwas kommt, wo ich tatsächlich mal tanken kann, dann bin ich eh gleich im Eimer. Du fahr, komm. Gerade so schlimm für mich, dann fahr wenigstens weiter. Oh, das ist nicht euer Ernst. Komm, warst doch schon fast so weit. Ja. Ja, okay. War wenigstens da hoch. Ich will mit meinen letzten Kräften noch da hochkommen. Ja.
So, okay, dann haben wir hier eine Straße. Das ist zumindest schon mal was Positives. Das heißt, wir müssten hier rum und irgendwo hier in der Nähe dann verrecken, schätze ich mal. Weil wir da nicht mehr weiterkommen. Eieiei. Ich muss sowieso, wie gesagt, gleich mal einen kleinen Cut machen. Aber ich denke, dass ich noch so viel Zeit habe, das Benzin zu verballern, bis es leer ist. Weil dann haben wir zumindest schon mal soweit alles freigeschaltet. Also nicht freigeschaltet, freigelegt, dass man es angucken kann. 115 Meter. Ihr wollt mich jetzt hier verarschen. Soll ich denn da? Was ist denn hier mit der Straße los? Ich denke mal, da muss ich zurückfahren. Und dann. Oh, okay. Oh, und das war meine Erinnerung, dass ich los muss. Stell noch mal eben den Wagen in die richtige Richtung, dass der hier schon mal oben ist. Stein. Böse, böse, böse. Du schaffst das. Na los. Nein, nein. Nimm dein restliches Benzin. Oh mein Gott. Geh doch wenigstens da hoch. Ne, er stottert einfach nur noch. Ah ne. Ja. Ja, jetzt geht gar nichts mehr. Jetzt geht gar nichts mehr. Reifendruck kann ich auch nicht mehr ändern. Ja, die Frage ist jetzt, wir haben jetzt auch kein Benzin so. Nö. Also das ist das Einzige, was ich jetzt noch freischalten konnte. Wir wissen zwar schon mal ungefähr, wie wir hier in die Gegend kommen, aber ich muss dann den ganzen Weg hier nochmal hin zurücklegen. Ja, perfektes Timing, sage ich jetzt mal, für einen Cut, beziehungsweise perfektes Timing dafür, dass ich mich abholen lasse. Das Problem ist halt, ich kann mich nicht abholen lassen. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie ich das jetzt machen soll. Weil, wie gesagt, hier diese Bergung kann ich halt nicht machen. Aufgaben, Objekte. Portal. Und ich kann ja halt nirgendwo draufklicken. Und das ist das, was ich jetzt gerade überhaupt nicht verstehe. Deswegen, ja, muss ich mal schauen, wie ich hier dann wieder rauskomme. Also wie gesagt, leider kann ich so nicht mehr weitermachen. Auto ist stehen geblieben. Fahrer ist auch schon eingeschlafen. Und ich mache hier erstmal einen kleinen Cut und schau mal, was ich noch machen kann. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.